Nochmal zu diesem Themenkomplex. So wie ich verstehe, wie ich Sie jetzt verstehe, wünschen Sie sich eine größere Repräsentanz der Ostdeutschen. Daraus entnehme ich doch, dass Sie nicht antreten werden. Und wenn das so ist, werden Sie irgendwann das bekannt geben, dass Sie nicht antreten werden, oder wird das sozusagen schweigend in den Bundesparteitag erfolgen, sodass am Ende klar ist, Herr Höcke tritt nicht an? Also nochmal, ja, ich möchte, dass der Osten besser repräsentiert wird. Und das steht uns auch zu nach diesem Wahlerfolg in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Davon bin ich überzeugt und ich glaube, dass das auch im derzeitigen Bundesvorstand so gesehen wird. Und ja, wir werden natürlich in den nächsten Tagen und Wochen auch darüber reden und werden sicherlich auch versuchen, eine Kompromisslösung zu kriegen, wiewohl immer das gilt, was Dr. Gauland zu Recht erwähnt hat. Der Souverän ist der Bundesparteitag. Der entscheidet letztlich, wer gewählt wird. Aber natürlich kann man als Parteiführung, man kann nicht, nur man hat auch die Pflicht, vielleicht schon im Voraus zu klären, wer könnte es denn sein, wen könnte man unterstützen. Und da wird es sicherlich auch die Bemühungen geben, zu Lösungen zu kommen im Vorfeld. Nochmal, das muss nicht ich sein, aber das behalte ich mir vor, ob ich kandidiere oder nicht. Ja, das in der Politik, und das ist auch ein Spruch, den Dr. Gauland des Öfteren schon mal verwendet hat, und den habe ich mir gemerkt, in der Politik sind 3 Tage eine Ewigkeit. Ja, und ich weiß nicht, was in 4 oder 5 Wochen ist, mit Verlaub. Ja. Darf ich eine Nachfrage stellen? Es gibt ja Stimmen in Ihrer Partei, wenn auch anonym, aber die kann man belegen, wenn man das will, die sagen, Sie würden deswegen möglicherweise nicht antreten, weil eine Abstimmung auf einem Bundesparteitag Ihnen möglicherweise nur ein durchschnittliches Ergebnis bringen würde und damit wäre sozusagen ein Teil Ihres Mythos, nämlich sozusagen eine bestimmende Kraft in der AfD zu sein, dann geklärt. Und da sind wir genau wieder in dem Punkt drin, den ich vorhin angesprochen habe. Immer dieses Denken in Machtarithmetik. Das interessiert mich überhaupt nicht, mit Verlaub. Ich mache in Thüringen jetzt gründe ich eine 2. Fraktion morgen. Wir haben in den letzten 5 Jahren eine exzellente parlamentarische Arbeit gemacht. Ich habe immer gesagt, die Veränderung des Landes beginnt über die Länder, also über die Bundesländer. Wir müssen irgendwo als AfD in einem Bundesland zeigen, dass wir es können, dass wir eine bürgerlich-patriotische Politik machen können, die dieses Land zum Guten verändert. Und dann wird sich das Ganze fortentwickeln für uns. Und ich halte diesen Gang über die Länder für eminent wichtig. Und ich habe mich in den letzten 5 Jahren da maximal eingesetzt, hoffe ich jedenfalls. Das war von Erfolg beschieden und gekrönt. Das hat man gestern gesehen. Und ich werde diesen Weg in Thüringen weitergehen. Und das ist auch eine Aufgabe, die mich vollumfänglich durchaus belastet und ausfüllt. Und wie gesagt, ich bin nicht unbedingt notwendig im Bundesvorstand. Aber es kann Konstellationen geben, wo man sich dann entscheiden muss, doch zu kandidieren. Frau Kollegin. Christiane Hübscher für das ZDF. Herr Höcke, wie viele Vertreter des Ostens schweben Ihnen denn vor in dem neuen Bundesvorstand? Reicht da einer oder müssen das mehrere sein? Und bis wann wollen Sie sich persönlich entscheiden, ob Sie antreten? Also ich kann Ihnen jetzt keine Zahl nennen. Also einer ist mir mit Sicherheit zu wenig. Wie viele haben wir im Bundesvorstand? 13. 3 haben wir aktuell. Ja, also von 13. 3 von 13. Es dürfen ein paar mehr sein. Ja? Aber wie viele das genau sind, das müssen wir jetzt heute noch nicht bestimmen, oder? Zusatz? Und bis wann Sie sich persönlich entscheiden wollen? Nein, das kann ich Ihnen jetzt auch noch nicht sagen. Tut mir leid.